Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC-Bruder-Baustelle. Und ja, da steht er schon wieder. Er hat jetzt nochmal einige Stunden runter auf dem Testparcours und es hat sich tatsächlich noch relativ viel getan. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber die Erfahrung kommt immer erst mit der Zeit. Das ist einfach so, gell? Und ich habe jetzt hier, was weiß ich, wie viele Akkus durchgebracht. Die Akkus habe ich, glaube ich, nicht gezählt, aber stundentechnisch dürften es jetzt nochmal 5, 6 Stunden gewesen sein, reine Fahrzeit. Und es ist immer wieder ein Teil geändert worden, ein Teil ausgetauscht worden. Und dann wieder 2 Stunden testen, Testfahrten und wieder ein bisschen nachbessern. Und so ging das jetzt immer weiter, bis ich jetzt die letzten Stunden rum hatte und gesagt habe, super, also Fahrfeeling einwandfrei. Hat mich gar nichts mehr gestört, auch an der Schaufel nicht mehr. Es hat alles gehalten, es ist nichts ausgeleiert. Top. Ja. Das ist ja immer diese Sache mit dem Plastikzeug. Ich sag's, viele schimpfen ja immer auf die 3D-Drucksachen. Kann man, wenn es nicht vernünftig ist. Und wie gesagt, natürlich haben die mehr Verschleiß als jetzt vielleicht irgendwelche Aluteile. Aber es ist einfach auch natürlich ein Kostenfaktor. Und es ist nach wie vor ein Modell. Wir sprechen hier nicht von irgendwas, wo ich draußen im Garten meine irgendwelche Löcher zu buddeln. Das funktioniert nicht. Das wird nicht funktionieren und deswegen sind die hier auch ausreichend, aber hier und da sind einfach Schwachstellen und die muss man finden und dann dementsprechend ausbessern. Ja, was hat sich getan? Wir legen einfach mal den Akku ein und ich zeige euch ein bisschen was. Was leider immer noch nicht geht, und das sage ich euch gleich mal vorneweg, ist dieses Thema mit dem Umschalten der Lenkung. Das macht die Fernbedienung nicht mit. Und man kann zwar das Modell wechseln. Allerdings ist diese Fernbedienung hier, wie soll ich sagen, oder die Firmware so weit geschützt, dass ich den Modellwechsel nicht mit einem eingeschalteten Modell machen kann. Ist ein bisschen blöd, denn eigentlich war der Plan zu sagen, ich habe Modell A oder Modell 1 ist Allradlenkung, Modell 2 ist zum Beispiel Hundegang, Modell 3 wäre nur vorne, also für die Straße. Und das funktioniert auch alles zum Einprogrammieren, das ist überhaupt kein Thema. Ich habe hier alle drei Modelle drin. Das Problem ist es, die Fernbedienung verlangt, das Modell wird ausgeschaltet, ich kann das Modell wechseln, ich kann das Modell wieder anmachen. Ist natürlich ein bisschen blöd, weil ich möchte ja vielleicht den Hundegang nur für ein kurzes Stück nutzen, um irgendwas zu beladen, rausnehmen, Allradlenkung wieder an. Okay. Die Lenkung, es ist ein nettes Gimmick, ist für mich aber nicht ausschlaggebend und auch nicht kriegsentscheidend. Denn ich muss sagen, am besten fährt es sich mit der Allradlenkung. Die Straßenlenkung ist auch gut, hat aber einen Nachteil. Wir haben hier hinten einen Servo drin und die Servos, das sind diese kleinen Mikroservos. Die haben eine begrenzte Stellkraft. Jetzt haben wir da Blei reingepackt, das ganze Ding ist auch nochmal schwer. Jetzt kommen wir auf einen unebenen Untergrund. Ich habe irgendwo was, wo es mir vielleicht die Achse mal verdrückt und wenn ich jetzt die Allradlenkung ausschalte, habe ich hinten zwar so viel Steuersignal, dass er sich versucht gerade zu halten, aber er lenkt natürlich nicht mehr mit. Das heißt, wenn er einmal einlenkt, bleibt er halt auch eingelenkt. Heißt, wenn ich nur vorne die Lenkung eingeschaltet habe, habe ich auf Dauer immer wieder das Problem, dass diese hintere Achse, weil sie halt nur nachläuft, die Spur nicht richtig halten kann, weil wenn er jetzt so dasteht, denen einfach die Kraft fehlt, zurückzulenken. Ja, so, wenn ich jetzt Allradlenkung habe, dann lenke ich ja aktiv auch mal in die Gegenrichtung. Das heißt, ich kann während dem Fahren, stelle ich ja hinten die Achse immer wieder gerade beim Fahren, durch die Lenkbewegung einfach, die ich ja da nicht habe, wenn ich hinten diesen Mixer im Endeffekt ausschalte. Hundegang ist gar kein Problem, da lenkt er im Endeffekt bloß beide gleichzeitig. Da fällt das Problem sowieso nicht auf. Wie gesagt, ich fahre und habe auch bei meinem alten immer mit dem Allrad, mit der Allradlenkung gefahren. Ihr habt so einen kleinen Wendekreis, das ist so gigantisch zum Fahren. Und ihr habt es in dem letzten Video gesehen, es ist auch überhaupt kein Problem, wenn ich jetzt einen Anhänger hinten dran habe. Auch der lässt sich wunderbar fahren. Ja? Und warum sollen wir es nicht nutzen? Dafür machen wir uns ja den Aufwand, dass wir eine Lenkung einbauen. Wenn ich nur vorne lenken will, könnte ich mir ja das hinten komplett sparen, denn das war wirklich das Aufwendigste von allen. Genau. Wo wir auch gleich dabei sind, was hat sich geändert? Die Hinterachse hat sich nochmal geändert. Die ist jetzt zum Teil mit Alu ausgeführt, denn ich habe ja so ein paar Belastungstests gemacht. Einen habe ich ja gezeigt. Ich habe mal geguckt und habe den wirklich festgehalten und habe mal geguckt, was der hinten hochdrückt. Das Problem ist, der drückt genau auf diesen Punkt. Und der Motor hört nicht auf. Also dieser Motor, vorher reißt er den Arm auseinander oder reißt die Schaufel ab oder bricht hier vorne irgendwas weg.
Oder ihr reißt mir hinten das Scharnier raus. Der Motor selber, das sind meine Kippermotore, der hört nicht auf. So, der schaltet also nicht ab. Das heißt, ich habe halt wirklich mal vorne das hin, ich habe die Schaufel weggemacht, habe vorne das hingebunden und mal richtig auf Krawall anziehen lassen. Das Problem ist, wenn ich vorne habe und ich halte den hier fest, ihr seht, der Motor gibt ein bisschen nach, ein bisschen Spiel hat er. Wenn ich den hier hinten festhalte, dann drücke ich genau auf die Hinterachse. Was an sich nicht schlecht ist. Das Problem ist, durch das, dass die Achse in der Mitte nochmal schmal ausgeführt werden muss, damit diese ganze Mechanik hier drüber reinpasst und das Ding immer noch pendeln kann, hat die hier und da ein paar Schwachstellen. Also ich kann sie nicht so ultramassiv anfertigen. Und ich kann auch nicht einfach so einen Block durchziehen, wie man vielleicht jetzt eine Achse planen würde oder wie andere vielleicht ihre Achsen planen. Denn ich will ja die Kotflügel montieren. Dieses Modell schaut einfach doof aus, wenn die Kotflügel nicht dran sind. So, das heißt, ich habe hier einfach eine andere Geometrie und deswegen sind jetzt hier Alufrästeile mit reingewandert. Ich habe dabei kein Video gemacht, weil das war erstmal ein Test, hat aber super funktioniert. Und wie gesagt, die wird auf jeden Fall mit Aluteilen geliefert, die hintere Achse, damit die Stabilität hat, denn das ist die, wo eigentlich die ganze Belastung draufkommt. Denn wie gesagt, hier, ich habe den Drehpunkt hinten über der Hinterachse und da drückt es den runter. Ich habe das bei den ersten Tests gleich gemacht und habe das ausgetauscht und der ist jetzt Stunde um Stunde damit gefahren. Soweit hält das jetzt alles, soweit passt das jetzt alles. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie das ganze Ding hier ausschaut. Der hat ja die Lampen bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Ich habe die Lampen von hier unten nach hier oben einfach nach oben geschraubt. Überhaupt kein Problem. Ich habe das Pendel ja hier ein bisschen ausgearbeitet. Das wird bei euch, beziehungsweise bei den Modellbausätzen, etwas standardmäßig sowieso schon mehr pendeln können. Denn hier in dem Prototyp habe ich mich ja an die ersten Löcher gehalten und habe ja dann nochmal nachgearbeitet. Das heißt, hier musste ich ja ein bisschen tricksen, damit er so pendeln kann. Das ist bei dem normalen Bausatz dann sowieso kein Problem mehr. Das hier hinten kann man wegmachen. Das war mir ja auch ganz wichtig, dass ich hier komplett an alles hinkomme. Kann ich runterziehen, damit ich hier im Endeffekt ganz schnell die Achse auch austauschen könnte, wenn irgendwo was ist. Die Reifen kann ich mit einem einzigen Madenschraube komme ich hier rein, kann die Reifen runterziehen. Das heißt, es ist schön schnell zerlegt. Die Kabine ist abnehmbar. Ich habe sie jetzt, weil ich es einmal umgeschmissen habe, war aber mein Fehler. Das Ding hat der Schwerpunkt von dem Teil ist ja ganz unten. Also wir haben ja die Reifen beschwert, das heißt, der kippt normalerweise nicht. Der kann also fast senkrecht die Wand hochfahren. Aber ja, man schafft's. Also auch das ist möglich. Deswegen, hier an der Seite ist jetzt eine Schraube mit reingewandert. Und die, wenn ich rausdrehe, kann ich die Kabine einfach abnehmen. Es sind zwei Stecker dran. Einmal für die Rundumleuchte und einmal für das Frontlicht. Was haben wir noch? Drehen gerade einmal so hier rum. Hier musste ich ein bisschen kastrieren, denn er muss ja hier unten vorbei. Und ist noch eine Nase dran. So, hier muss ja unten vorbei. Das heißt, hier habe ich ein bisschen abzwicken müssen. Schadet aber nicht. Also ich finde es nicht schlimm. Vor allem, weil halt trotzdem der Kotflügel dran ist. Ja. Die Vorderachse ist noch die gleiche geblieben wie damals in den Videos. Die hat sich an sich nicht verändert. Zwei, drei Maße habe ich noch ein bisschen angepasst, damit es einfach besser flutscht. Aber ansonsten hat sich da nichts geändert. Das ist jetzt mal so der untere Aufbau. Hier ist der Akku ja drin. Hier ist auch der Ein-Ausschalter drin. Und genau, also es ist schon, schwer, wenn man so halten muss. Gut, jetzt fahren wir mal den Arm hoch, damit ich euch noch zeigen kann, was sich sonst noch getan hat. Rundumleuchte geht einfach mit an, Licht geht auch immer mit an. Und wie gesagt, wir haben jetzt hier die Allradlenkung ist aktiv. Und dadurch hat er einfach einen wahnsinnig schönen Wendekreis. Alles überhaupt kein Thema. Man hört auch die Motoren, wenn ich jetzt hier gerade auf diesem Gummiuntergrund stehe, dass die einfach lange summen. Das heißt, ich muss wirklich links und rechts. Und jetzt ist er still. Ja? Also die Servos, sie bringen schon Kraft mit, aber eben nicht so viel, dass wenn ich wirklich im Gelände drin bin, sich ganz gerade zurückstellen. Und das ist einfach bei der Allradlenkung besser, denn dann kann ich einfach manuell kurz antippen. Jetzt summt er ja. Und dann kann ich mir meinen Nullpunkt im Stand natürlich suchen. Jetzt ist er wieder genau gerade. Wir haben den Arm,
Das ist was, das macht so Spaß, weil das einfach so flüssig und so schnell und doch so kraftvoll ist. Ja, wollte ich nichts dazu sagen. Hat einen N-Abschalter oben und unten. Und die Kabel laufen hier alle durch. Achso, ich zeige euch das einmal noch unten. Hier unten diese Klappe, das hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, schon gezeigt. Die ist nur geklippt auf dieser Seite und auf dieser Seite. Das heißt, hier rein kann ich das hier rausnehmen. Und hier drunter laufen die ganzen Steckverbindungen zu allen Anschlüssen im Endeffekt. Also von der Wartung her echt einfach. Was es natürlich immer verträgt, ist mal hier und da ein Tropfen WD-40 auf die Spindeln zu tun oder ähnliches. Und natürlich auch hier in den Rädern, weil die ja hohl sind, auszublasen, wenn es dementsprechend dreckig ist. Was hat sie noch getan? Ich habe den Zylinder nochmal überarbeitet. Nicht an sich überarbeitet, sondern einfach nur von der Länge, damit ich hier weiter auskippen kann. Denn vorher war irgendwo hier Schluss. Hier war Schluss so. Und jetzt komme ich einfach nochmal einen Tick weiter runter. Seht ihr das? Ja. Schwarze Schaufel auf schwarzem Grund. Machen wir mal so. Jetzt seht ihr, also wir können jetzt hier einen Ticken weiter auskippen. Was habe ich dafür gemacht? Ich habe hier die Nasen hier unten ein bisschen ausgeschnitten. Und ich habe hier oben, Moment, das ist Schaufel. Das hier ist die Schaufel. Hier unten einfach ein bisschen mehr Platz gemacht, damit ich hier noch einen Ticken weiter einfach reindrücken kann. Also hier, hier auf der Seite sieht man es fast gar nicht. Ich sehe es immer von der anderen Seite und vergesse, dass ihr es auf der anderen Seite nicht seht. So, ach, irgendwas zum Zeigen. Hier, wo ist es denn? Ich stehe noch mal kurz auf. Hier habe ich diese Ecke hier rausgeschnitten. Und dadurch komme ich schon näher hin und dann habe ich einfach nur den Endabschalter ein bisschen zurückgesetzt und die Fahne angepasst, damit der hier weiter öffnen kann. So. Das ist das ganze Thema zur Schaufel. Was ich festgestellt habe, ich lade ja unwahrscheinlich frimmeliges Kleinzeug. Wenn ihr das auch macht und ihr ladet viel kleines Zeug, also feinen Sand oder ähnliches, empfehle ich euch wirklich, macht hier so ein Gitter hin oder so ein Dreieck, denn mit der Zeit läuft hier auf diesen Endabschalter das Material hier rein. Und je nachdem, wie dicht es ist oder wie sich das verpressen lässt oder verpresst, könnt ihr hier natürlich das Problem haben, dass das immer weiter, dass ihr irgendwann mal nicht mehr ganz zumacht. Das heißt, jetzt komme ich so weit, kann also richtig schön die Schaufel schließen. Wenn jetzt hier aber Material drin ist, dann löst ihr natürlich früher aus und irgendwann seid ihr vielleicht hier oder so. Und das macht dann keinen Spaß. Also ich habe es immer wieder ausblasen müssen. Da könnt ihr wirklich hier, wie gesagt, so ein Dreieck drauf machen oder eben einfach so ein Gitter. Ich habe bei meinen, das ist kein Hasengitter, sondern von den Lichtschächten, Lichtschächte, Gitter. Oder es gibt, glaube ich, auch so Fliegengitter aus Alu, die ein bisschen stabiler sind. Das einfach ein bisschen drüber, nur damit der Dreck hier hinten drin nicht drüber fällt. Aber da ist eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Dann haben wir noch den Teleskop. Und den habe ich auch bis zum Abkotzen geprüft. Und wir haben ja Endabschalter drin, gar kein Thema. Und hier ist es wirklich so, 9 von 10 Mal funktioniert das mit den Kabeln super. Die rutschen hier einfach rein, was natürlich ist, je höher ich bin, desto einfacher tun sich die Kabel beim Zurückfahren. Ich sage es nochmal, ich fahre hier nicht dauernd rein und raus. Das war jetzt nie die Intention. Vor allem, wenn er ganz draußen ist, ist einfach lummelig. Ja, ganz klare Sache. Das heißt, die meiste Zeit fahre ich so auf halber Höhe. Dann komme ich einfach ein bisschen weiter weg und kann einen höheren Haufen vor meinem Modell aufschaufeln. Wenn ich ganz drin bin, ist er am starrsten. So, ihr seht, jetzt ist er wieder ganz reingegangen. Sollte das mal nicht so sein, hier diese Kabel laufen hier runter, dann einfach wirklich, ja, die sind einmal ganz ins Modell gelaufen. So, überhaupt kein Thema. 9 von 10. Ich habe das echt so oft probiert. Es kann sein, dass er tatsächlich auch hier mal nur um 2-3 mm einfach diesen Zacken nicht mehr machen will. Ist einfach so. Bevor wieder was kommt, Moment. Es war ja der Tipp, legt die Kabel außen vorbei. Hätte ich gerne gemacht. Aber auf dieser Seite hier sind wir nah an der Kabine. Das heißt, ich hätte die hier wahrscheinlich öfters mal eingeklemmt.
Oder sehr einfach bescheuert aus, ich weiß gar nicht. Also es ist echt eng und hätte unter Umständen eben auch zum Klemmen geführt. Und auf dieser Seite hier bin ich hier quasi bündig mit meinem Außenteil. Das heißt, ich muss ja hier mit dem Kabel irgendwo lang. Und zwar von ganz hinten, weil hier ist der Drehpunkt. So, und hier, ich hätte die Kabel wirklich oben drauf legen müssen. Und irgendwie so als Teleskop irgendwie ausführen müssen. Ich weiß nicht. Also, wie gesagt, das hat mir damals schon nicht gefallen und gefällt mir auch jetzt noch nicht so ganz, wenn ich die Kabel da irgendwie hinmachen sollte. Ich weiß, der Z-Kran, da ist es ja oft so ausgeführt, dass die so eine Metallführung haben, wo im Endeffekt das Kabel dann einfach mitgezogen wird, sauber. Klar, es ist weniger anfällig, wenn es draußen ist. Aber es wäre hier draußen natürlich nochmal eine Konstruktion, die irgendwie aber auch nicht wirklich Platz hat. Das heißt, ich hätte es hier oben irgendwie drauf basteln müssen. Und ob das dann so gepasst hätte, weiß ich nicht. War jetzt nicht mein Plan. Ja, ganz klar. Kommen wir mit nach hinten. Also, die Schaufel hat sich wie gesagt geändert. Da habe ich noch was ausgeschnitten. Der Zylinder ist ein bisschen kürzer geworden, damit das alles passt. Ansonsten ist immer noch die gefräste Motoraufnahme mit drin. Es sind die Endabschalter mit dabei. Genau, dann haben wir den Hub. Dann haben wir das Teleskopieren. Habe ich irgendwas vergessen? Teleskop? Ja, ich glaube nicht. Wie gesagt, hier ist der An- und Ausschalter drin. Und dann passt das alles. So, also, Modell ist soweit fertig. Natürlich kann es sein, dass im Laufe der Zeit und mit viel, viel Testen und viel, viel Baustelle und natürlich verschiedensten Einsatzgebieten sich hier und da nochmal eine Änderung ergibt. Aktuell ist das jetzt ein fertiger Stand. Und was bedeutet das für euch? Das, worauf ihr schon lange gewartet habt. Denn diese Sets gehen jetzt bei mir in den Shop und ihr könnt die bestellen. Ganz klassisch www.rc-bruderbaustelle.de und da findet ihr dann den Bausatz. Und wenn ich die Zeit wieder habe, wird es unter Umständen auch wieder die fahrfertigen, also die Ready-to-Run-Modelle geben, so wie dieses hier eins ist. Die kosten allerdings dementsprechend viel Zeit und die muss ich auch haben. Deswegen müsst ihr einfach nachschauen, gibt es momentan welche oder gibt es eben momentan nur Bausätze. Einfach nachschauen, einfach anschreiben, dann erfahrt ihr das. Genau. Soweit, so gut. Wenn es hier irgendwo mal wieder Neuerungen gibt, wenn es hier Änderungen gibt, wenn ich sage, das will ich euch nicht vorenthalten, dann gibt es natürlich das nächste Video. Und ansonsten steht jetzt schon wieder eine ganze Litanei an To-Dos an. Und ja, das nächste Video folgt mit Sicherheit relativ bald, denn wie gesagt, die Arbeit geht nicht aus und auch die Projekte gehen nicht aus. Und das, ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Lass ein Abo da und wenn man die Glocke unten mit andrückt, dann kriegst du direkt Bescheid, wenn das nächste Video online geht. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dann!